Hallihallo, liebe Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man so einen Stern oder kann man auch Schneeflöckchen nennen, häkeln kann. Es ist ganz einfach. Häkeln werde ich aus 3 mm Schnur. Und Häkelnadel habe ich Nummer 6. Ich habe vorbereitet ein Schema. So, richtig gemalt. So, als erstes muss man Zauberring machen, Fadenring. Dann in diesem Ring 3 doppelte Stäbchen. Dann 5 Luftmaschen, Doppelstäbchen, Luftmaschen und so weiter, bis man 5 Zacken hat. Und noch eine letzte Reihe mit Festmaschen und 2 Luftmaschen. Und das war's. Eigentlich ganz easy. Also fangen wir an. So. Einmal Fadenring schlagen. So. Erste Masche machen. Und noch eine Masche machen. So. 2 Luftmaschen. Dann nehmen wir das Garn, dieses Stück. Einmal wickeln wir um, damit das fast gleich wie die doppelte Stäbchen aussehen tut. Noch eine Luftmasche. Ungefähr so. So sieht das aus. So, jetzt 2 noch Doppelstäbchen rein. Eins und 2. So. 3 Stück haben wir. Jetzt 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und weiter geht's. Wieder doppelte Stäbchen. Den Ring. Eins zwei drei so 5 Luftmaschen. Und das selbe Spiel wieder. Doppelte Stäbchen. Noch eine. Und die dritte. So. 2 haben wir gemacht. So, dann 5 Luftmaschen. Und wieder Stäbchen. Und 2 und
die dritte. So. Fünf Luftmaschen. Und wieder drei doppelte Stäbchen. Zwei, noch eins. So, drei. Zähle nach. Ein, zwei, drei, vier. Noch eine Ecke fällt. Fünf. Luftmaschen. Jetzt haben wir fünf Ecken. Das Endstück, das kann man ziehen, damit das Loch verschließt sich da. Fest, aber nicht zu fest. Manchmal kann das auch reißen. So, jetzt verbinden wir. Suchen wir die allererste. So. Da werden wir häkeln. Verbinden wir hier, diese Stelle. Einfach durch, rausziehen und durch dieses fertig verbunden. So, weiter geht's. Hier sind wir jetzt zwei Festmaschen. In dem sehen Sie diese zwei Faden. Unter diese zwei Faden einfach Festmaschen bilden. So, dann die nächste, da rein. Und jetzt geht es in diese Stellen, in dieses Loch, große Loch, erstmal drei Luftmaschen, Festmaschen, drei Festmaschen. Eins, zwei, drei. Kann man so ein bisschen zur Seite ziehen, damit das schon auf seinem Platz sitzt. Jetzt zwei Luftmaschen. Das ist unsere Spitze. Und wieder drei normale Festmaschen. Eins, zwei, drei. Und so weiter häkeln wir die ganzen Sternschneeflocke durch. Da lang, da rein und wieder in diesen Loch. Drei Festmaschen. Zwei Luftmaschen. So. Drei Festmaschen. Hier zwei. Da wieder drei. Diese Stern kann man als Tassenuntersätze benutzen, Glasuntersätze oder auch als Baumschmuck für Weihnachtsbaum. Oder einfach als Deko. So, hier noch zwei. Hier wieder drei. Zwei Luftmaschen. Und bald haben wir es schon geschafft. Drei. Jetzt hier zwei.
und hier 3. Klar kann man diese Stellen auch aus anderen Garn machen, zum Beispiel 5 mm dick oder so, 4, aus verschiedenen Materialien. Dann werden die Abmessungen aber anders sein. So, und das war's. So, vielleicht noch ein bisschen die Mitte ziehen, wenn das geht, das Loch ein bisschen kleiner wird. So, den Faden kann man abschneiden, rausziehen. Wenn man das als Baumschmuck benutzen möchte, dann den Faden ein bisschen größer lassen und zum Aufhängen. So, und das einfach von anderer Seite hier in diese letzte Masche einfach durchziehen, verstecken und auch vernähen. Sonst, wenn ihr das in Waschmaschine waschen wollt, dann geht das wahrscheinlich auseinander. Einfach so weiter verstecken hier. Da. Abschneiden, nähen. Und nicht vergessen, das zu bügeln. Dann wird das so gerade schön aussehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, mein Video war nützlich für Sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!